So, jetzt weiter mit einer neuen Runde Floral Life. Ich habe jetzt gerade einiges nochmal gemacht am Equipment, beim Ringmaster vor allem, dann aber auch hier. Der Ringmaster aktuell 462 kHP. Hier haben wir jetzt STR-Settung mit 35,3K-Attack. Möbel sind alle drin, Buffs sind aktuell alle drin. Power-Ups sind noch nicht mal komplett, ja, fast komplett. Lord-Buffs und ein Lord-Event. Also jetzt würde ich mal sagen, jetzt kann es eigentlich losgehen, würde ich sagen, oder? Ja. So, dann schreiben wir rein. A minus oder so mal. Ja, komm, A minus. So, A minus. Cursed minus, da. Gehen wir rein. Komm, wie macht Cursed minus? Ich glaube, das ist bestimmt eher gleiche Dungeon. So. Cursed. Genau. So, mal schauen. Genau, ist der Glücksspieler frei. Perfekt. Dann machen wir hier mal einen Pet-Filter an und hier mal einen Pet-Filter aus. Genau. Dann haben wir hier 35k Attack. Perfekt. Ach, jetzt haben wir das falsche Element drauf, oder? Wasser. Ah, komm. Das können wir uns schon kurz. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier überhaupt ja, die Ela-Challenges überhaupt kaufen kann, aber ich denke schon, ich hoffe schon, ja, ich hoffe. Ich sehe schon mal keine. Warum sind denn keine Ela-Challenges? Vielen Surfer gehen mit Zugerei nach den Ela-Challenges los. So, wo gibt's die jetzt? Hier. Vielleicht hier bei Peach oder so? No, come on. Element entfernen. Oh nee, ich bin gerade zu faul, sorry. Oder? Ach komm, scheiß drauf. Wenn gerade schon mal Events laufen und so weiter, dann muss es ja nicht sein. Oder? Na komm, machen wir schnell. Ich bin nur unentschlossen. Komplett unentschlossen. Aber sowas von unentschlossen, das ist brutal. So, mal schnell schauen. Den ganzen Müll auffüllen. Ach komm, Alter, jetzt los. So, weg mit dem Müll. Schnell stopfen, dass immer nichts reingeht. Was haben wir hier? Wir haben. Ja, dann brauchen wir also Wind. Das ist Cyclone. Genau. Brauchen wir 20 Stück. Ne, brauchen wir 40 Stück. Mist. Wir haben ja Element plus 20 drauf dann. So, Element entfernen. Einmal, zweimal. So, haben wir es einmal weg. Und nochmal Element entfernen. Also ich bin mir sicher, es gibt hier bestimmt irgendwo Ela-Challenges und so, aber ich finde sie gerade einfach noch nicht. Ist sogar ein bisschen blöd, wenn man jetzt hier. Ach Gott, das dauert so lang. Ach, bei Boku. Ach, bei Safe-Upgrade. So, haben wir irgendwo Espros rumliegen. Da kann ich keine Espros rumliegen. So. Kaufmeischen 100. Natürlich ohne Penya. Warum mal anders? So. Kann man immer nicht so verschwenderisch kaufen, nur so viel wie wir nicht brauchen. 40 Stück. So, wir sind aber Minimalisten. So, einmal. Und nochmal zwei. Genau, so muss das. Perfekt. Man ist im Prinzip auf die meisten PSR irgendwie eh ähnlich, oder zumindest kommt es mir ähnlich vor. Man kann irgendwie sein Element ist so schnell auf plus 20 drauf. Ja, auch auf Low Rate surfen und so finde ich das eigentlich nicht krass wirklich. Soll man wie gesagt links davon das Buch reinlegen? Geht doch nicht. Oh, doch, jetzt so. Ah, nice. Okay, jetzt dauert es einen Moment. Das ist cool. So nice, dann sind wir in der Box rumliegen, hoffentlich. Wir haben eine Box. Genau, da unten auf die Perrins drauf. Nice, 200 Perrins. Ja, kann man machen. So, jetzt muss aber losgehen. So, mal schnell folgen, mal schnell durchbuffen. Mit allen Buffs durchbuffen. Dann können wir mal noch die Dinge reinhauen hier. Das können wir reinhauen.
Was spielt sonst noch? 35,9k Attack. Lol, was kann 1,5 Millionen? Okay. Okay. Ist in Ordnung. Hat sich schon mal gelohnt. Ich bin mal gespannt, was wir wirklich an Damage hauen. Jetzt an Boss dann. Oder zumindest mal mit Boss, das wird mir auch mal interessant. So. Wird übrigens vermutlich eine Folge ohne Zeitraffer und so weiter. Weil ich heute mal wieder lang weg bin. Von dem her, ja, einfach eine fixe Folge. Und by the way, zum Thema Giveaway, ich habe es dieses Wochenende leider nicht geschafft. Ich werde versuchen, mal heute, wobei es heute ein bisschen knapp wird, heute oder aller spätestens morgen, ja, eine Ankündigung uploaden für das Giveaway. Und ich werde es dann vermutlich das kommende Wochenende machen, also Samstag, Sonntag irgendwann vermutlich. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber sollte dann so passen, ja. Warum die ersten Mobs so viel Blockrate und so viel HP und die zweiten überhaupt nicht mehr? Hä? Was ist denn das hier? Strange. Alter, der Damage. Mit richtigen Elementen, wie es abgeht. Holy moly. Okay, das Ding macht zwar uns ganz gut Damage am Ringmaster, aber ansonsten geht's eigentlich. Alter, war das Ding schon down. Okay. Die mit der Blockade. Ich verstehe es nicht. Vor allem die ersten Mobs, die schauen irgendwie so aus, als wären die noch so komplett stock oder so, so komplett unverändert und so. Oh Gott. Das war gar nicht schlau. Das war ganz und gar nicht schlau. Ja, das war jetzt ein bisschen unüberlegt. Naja, gut, ich meine, so unüberlegt war es eigentlich gar nicht, aber es geht. Es war jetzt nicht ganz so schlau, aber es geht schon. So, genau, ja, passt. Wir können vielleicht die One-One. Zumindest wenn wir hier gerade auf QSTR sind und so, ist es vermutlich nicht ganz so schlau, die zu AOEen. Weil die ansonsten uns AOEen. Und auf eine Art und Weise, wo ich jetzt nicht so cool finde. So. Jetzt haben wir aktuell 11 Uhr morgens. Das ist schon relativ cool, weil es hier immer Partys gibt. Gut, ich meine, es ist natürlich ein Hybrid-Surfer, klar. Da gibt es natürlich immer Partys, weil es halt ein Hybrid-Surfer ist, aber ja, trotzdem praktisch. So, mit Holy Cross, 2,9, 3,2. Komm, ich will den 5 Millionen Crit. 4,6. Akzeptieren wir das schon als 5 Millionen Crit? Bin ich sicher. Jetzt ist der Ringmaster auf einmal echt wirklich richtig tanky, also so kannst du mit dem Ringmaster schon arbeiten, also gut, und jetzt auch noch hier Ding-Buffs und so, aber wie viel bringt es hier? Es bringt nicht mehr HP-Rate, also 15 STA haben wir jetzt mehr, also Ringmaster aktuell generell 1320 STA, also von dem her gar kein Problem. Mir wurde sogar noch ein Ding gegeben, ein Cash-Up-Set. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es anziehen soll. Oder? Oder warte mal, wo ist das überhaupt? Habe ich das überhaupt noch? Nee, warte mal. Oder? Wo hab ich denn das Zeug? Ah doch, hier ist es, genau, hier ist es. Ist eh männlich, okay, passt. Kann ich sowieso Giveaway ändern. Ja, wenn ich jetzt, Charakter-Trends und so, weiß nicht, ob das hier gibt, aber das macht keinen Sinn eigentlich. Nee, ich meine, wie ist der Effekt hier? 10% HP-Rate, ja gut. Zum Tanken definitiv brauchbar, aber jetzt nicht ein Must-Have. 10% ist nicht so extrem viel. Das ist dann vielleicht mal wichtiger, einen Floral-Stick und so, oder wie heißt das Ding? Shiny Floral-Stick mit 90% AP-Rate oder so dann sich zu besorgen, weil das Ding einfach dann nur, das Ding eskaliert einfach bloß noch dann. Dann kriegt die wahrscheinlich einfach gar nichts mehr down. Alter, der Damage. Warum hat das nicht schon länger so gemacht? Das ist irgendwie, ich meine, ein bisschen blöd war das schon, oder? So, wie viele Münzen haben wir aktuell? 3,2k Münzen, okay. Kann man ja machen, oder? Von den Crit-Blocks ist das auch relativ hoch. Wir waren irgendwie letztens bei 300k oder so.
Ja, Tanaka. Jetzt sind wir hier irgendwie bei... Ja, jetzt geht wieder One-Hit. Ich habe einfach vergessen, die Monster zu verändern oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke schon. Schaut zumindest so aus. Hier haben wir eine Blockkarte. Komisch. Ich frage mich gerade auch, ob irgendwie die Mobs von der Blockkarte, von HP verändert wurden. Weil ich glaube, im Offi nur... Ich glaube, 700k im Offi, oder 7k haben sie, glaube ich, im Offi. Weil eine Million haben sie im Offi, glaube ich, niemals. Also mittlerweile wäre es zwar im Offi auch schon eine Million problemlos machbar, aber zumindest wie der Aminus rauskam und so, da war, glaube ich, noch eine Million viel zu krass. Ich meine, wenn wir überlegen, was wir zu dem Equipment haben und was auf dem P-Surfer ist und so weiter, brauchen sie da jetzt zumindest schon mal so 6, 7 Hits und so, aber auf dem Offi wäre dann so total. Nee, niemals mit Blockkarte vor allem auch und so. Nee, die wurden definitiv verändert, klar. Ich bin jetzt mal wirklich, wie gesagt, echt ziemlich gespannt, wie schnell jetzt mal hier, Desmond, oder? Desmond? Desmond, ja, Desmond down geht. Vor allem hier wirklich mal mit pur STR durchballern, das wird echt interessant. Ich freue mich drauf jetzt. So, Alter, wie schnell das Ding down geht. Wir brauchen immer Zeitraffer eigentlich, weil es ist generell überflüssig, oder? Wobei wir sind aktuell bei 11 Minuten, sind wir Zeitraffer mit einbauen bei Desmond. Ah. Also vielleicht kommen die Users, das ist bestimmt nicht eigentlich, oder? Naja. Ja, doch, ich denke mal, ein Zeitraffer wird bestimmt einbauen. So, einmal. Und rein damit. So. Yo, der Damage. Oh mein Gott. Oh, der Damage an Mina. Wie viel Damage hat der gerade mir gemacht? Was? 249k? What? Oh, nee, die werfen. Oh, kein Cash-Überfand. Nein, 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 nein. Okay, also er ballert schon gut Damage raus. Das muss man schon mal sagen. Also. Das kann man viel mal lassen. Der haut verdammt gut Damage raus. Der haut richtig gut Damage raus. Ah gut, wir haben ja Damage raus. Ach komm, auch nicht mal eine Zeitraffe hier. Das Ding geht ja echt down wie nix. 1,5, 1,8, 2, keine Ahnung. Also Damage technisch und so brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Das Ding geht weg wie nix. Aus der DDR, ich keine Sorgen. Brauchen wir keinen Zeitraffer. Das ist, glaube ich, nicht wert. Für die paar Minuten, ein paar Sekunden oder ja, paar Minuten, was das vielleicht da. Keine Ahnung, wie lange wird es denn dauern? Vielleicht 5 Minuten oder so und braucht nicht extra einen Zeitraffer. Vor allem, Zeitraffer bedeutet einfach immer länger rendern. Heißt so viel wie, das Video kommt später ab. Und das ist halt ein. Na komm, so. Ich überlege gerade, sollen wir noch schnell Dingsen hier? Na sag schon. Pocket hacken. Einfach mit uns auch safe nicht weghauen oder so. Aber ich meine, wie gesagt, im Prinzip ist es komplett egal. Wir haben nicht mal den Umhang an. Lol, wir haben hier. Wir haben echt eine gute Attack Rate und wir haben noch nicht mal einen Umhang an. Vor allem der mehr. Ne, warte mal, was wir haben. Der war sicher, oder? 5% Attack. Ja, gut, okay. Komm, scheiß drauf. Mit diesem COH. Hier so. Ne, also wie gesagt, ich denke mal, so lässt sich dann, oder so lassen sich die Dungeons auf alle Fälle ziemlich cool farmen. Ja, okay, jetzt haben wir eh noch hier Berserk drauf, jetzt können wir eh nicht Rocket hacken. Aber so grundsätzlich, also ich meine, wenn man sich jetzt mal so die HP-Leiste anschaut und so, das Ding geht da echt weg wie nix. Also. Ich denke auf alle Fälle mal, zukünftige Dungeons farmen wird definitiv lustig werden. Oha, 700 Crit Block. Das könnte jetzt böse ausgehen. Ja, ist böse ausgegangen. Ja, oh Gott. Natürlich erst mit Debuff, na klar. Ich hätte doch Rocket hacken sollen.
machen wir es hier. Dann können wir schon ein bisschen Hawk Attack draufhauen. Fuck, Mann. Na komm. Ich glaube, Hawk Attack bringt generell gar nicht mal so viel, wenn man Rage ist. So, Ringmaster mit 15 Damage, der haut natürlich rein. Also, mehr brauchst du nicht. Das reicht vollkommen. Achso, ich sterbe die ganze Zeit so. Macht ja auch Sinn, klar. Ja, ich weiß gar nicht mal so abgeneigt davon, wenn es der Ringmaster mal hier tanken könnte. Es wird noch angeklickt, vielleicht nicht so gut. Ich komme jetzt, nimm ihn deutlich. Komm, jetzt hau weg das Ding. Komm, weg mit dir. Los, komm, stirb. Jetzt geht doch endlich mal drauf, Mann. Geht doch. So, ich habe zumindest schon mal nichts allzu Besonderes gesehen, oder? Level 3, Level 1, Level 2, 3. Immer nur Müll irgendwie. Curse Desmond Rune. Ach, das sind die anderen Münzen. Oh, fuck my life. Stimmt. Scheiße. Naja, dann war es erstmal mit der Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FluffyP.